Hallo, liebe Zwillinge, herzlich willkommen zu einem allgemeinen Reading über die erste Novemberhälfte 2020 für euch. Bin sehr gespannt, was das hier jetzt für Energien kommen. Das können andere sein, wie im kompletten Monatsreading zu sehen, können aber auch sehr ähnliche sein. Das weiß ich Stand jetzt natürlich nicht. Ich möchte euch wie immer unten in der Infobox auf die Links aufmerksam machen. Findet dort sämtliche Links, die euch interessieren könnten, liebe Zwillinge. Weiterführendes Reading, den Kanal meiner Mutter, meinen eigenen Kanal. Ihr findet dort die Karten, die ich benutze. Infovideos, alles, was euch interessieren könnte. Kurz vorweg, ich kann die weiterführenden Readings noch nicht über eine andere Seite wie Vimeo anbieten. Da gibt es ein paar Probleme noch mit der Freischaltung und mit der Domain. Ich hoffe natürlich, dass das bald klappen wird. Und ja, möchte noch weiterhin auf diese Karten zurückgreifen, da die neuen Karten, die ich benutzen wollte, leider noch nicht eingetroffen sind. Aber sei es drum. Gut. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die erste Novemberhälfte 2020 meiner Zwillinge. Höhere Macht. Höhere Macht, die Karte habe ich sehr selten. Man sieht hier, ja, je nachdem, wie gut man das jetzt hier erkennen kann, eine ja, höhere Gestalt. Ich sehe das hier immer als einen Schicksalsengel. Sehr blass natürlich, deswegen weiß ich nicht, ob man den erkennen kann. Hier ist das Gesicht und hier ist noch ein Gesicht, der Körper dieses Engels hier. Höhere Macht, es geht um, ja, wie die Karte sagt, höhere Macht. Es geht hier um Schicksal, es geht um Fügungen, es geht um Schicksalsschläge, es geht hier um Umstände und Situationen, die einem bestimmten Ziel folgen, die einen bestimmten Wert haben, die zielführend sind, möglicherweise zur, ja, zu einer Erleuchtung, zu einer Erkenntnis, vielleicht aber auch ganz klar mit eurem Schicksalsweg zu tun haben, liebe Zwillinge. Das sei nochmal dahingestellt. Die Zahl 4 hat vielleicht eine tiefere Bedeutung für euch. Kann sehr, sehr gut sein. Die 4 in der Numerologie spricht definitiv von Stabilität. Möglicherweise kriege ich hier in der Legung jetzt mehr raus, in welchem Genre sich hier ja, die höhere Macht für euch, liebe Zwillinge, wohl zeigen wird, potenziell. Auf jeden Fall etwas Schicksalhaftes hier. Liebe Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die erste Novemberhälfte 2020 meiner Zwillinge. Die 10 der Stäbe spricht von Überlastung, Überarbeitung. Kann arbeitstechnisch resonieren, kann aber auch eine Bürde, eine Last auf euren Schultern darstellen. Diese ist dann natürlich auch mental anzusehen. Das ist der König der Münzen. Eine Hofkarte im Erdzeichen. Ihr könntet es mit einem solchen zu tun haben oder mit jemandem, der viel Erde in seinem Chart hat. Kann auch eure Einstellung bzw. euer Gemütszustand sein, werde ich noch rausfinden. 9 der Schwerter. Die 9 der Schwerter sind zuspitzende negative Gedanken. Da ist man relativ kurz vor den 10 der Schwertern. Schlechte Gedankenenergie auf jeden Fall. Geht hier um Albträume, um Sehnsüchte, auch teilweise um Zweifel. Die 3 der Münzen. Die 3 der Münzen ist eine Zukunftsorientierung, oftmals arbeitstechnisch resonierend, kann sich hier also auch gut und gerne um die Arbeit drehen. Definitiv geht es hier um Zukunftspläne, Zukunftsziele, die man sich steckt, oftmals auch gemeinsam. Das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen spricht von Chancen, Wegen und Möglichkeiten, die sich euch bieten könnten. Ebenso ja, kann das hier arbeitstechnische Chancen bedeuten, vielleicht Aufstiegschancen, vielleicht auch Neuanfangschancen. Mit dem Welttorbogen der Hunden kann das auch sich um ein neues Kapitel handeln, was euch bevorsteht. Der Turm. Der Turm sind sehr ähnlich wie die Hauptenergie schicksalshafte Ereignisse. Da kann ja, sehr gut die höhere Macht ihre Finger im Spiel haben. Ja. Turm im Outcome, das ist immer so eine Sache. Da steuert man auf ein Ereignis zu, welches ja auf jeden Fall sehr plötzlich kommt, welches man auch nicht oder in den wenigsten aller Fällen vorausahnen kann. Eine Erklärung zu den 10 der Stäben.
Königin der Münzen. Man hat hier direkt mal ein Power Couple. Hier und hier. Ihr könntet das also sehr gut mit einem Erdzeichen zu tun haben. Es kann sich auch um ein Pärchen in eurem Umfeld handeln hier, mit dem ihr öfters mal zu tun habt. Vielleicht dreht sich auch hier diese ganze Legung darum. Das werde ich noch rausfinden. Eine Klärung zum König der Münzen. Die 7 der Kelche. Das ist Gefühlschaos. Es kann auch für Optionen stehen. Hier spielt oftmals Kopf gegen Herz und Herz gegen Kopf. Man ist hier auf der Suche nach dem richtigen Vorgehen, nach dem richtigen Weg bzw. nach seiner Erfüllung. Eine Erklärung zu den 9 der Schwerter. Die 7 der Schwerter. Das ist eine interessante Energie. 7 der Schwerter ist Unaufrichtigkeit, Lug und Betrug, Diebstahl. Eine Erklärung zu den 3 der Münzen. 6 der Münzen. Also hier geht es doch um Zukunftspläne, die ihr, liebe Zwillinge, vielleicht auch euer Gegenüber potenziell an einer weiteren Person höchstwahrscheinlich abhängig machen. Man sieht die Verdopplung von 3 auf 6, man spricht von Dualität. Es geht hier um Zukunftspläne, Zielsetzungen auch, oftmals aber dann auch, was eine bestimmte Person bzw. eine bestimmte Gemeinsamkeit angeht. Es geht hier um zweierlei Wege, die ihr euch potenziell vorstellt bzw. vielleicht auch plant. Eine Klärung zum Ass der Münzen. Die Sonne. Sehr schöne Karte. Auf jeden Fall gibt es hier potenziell Chancen, neue Wege, neue Türen, die sich euch öffnen, die mit einer gewissen Harmonie, einer gewissen positiven Lebensfreude und Optimismus hier zu tun haben mit der Sonne. Das ist die schönste Karte im Tarot. Und die hier ist auch nicht sehr viel schlechter, die 10 der Kelche. Schöne potenzielle Outcome-Karte. Hier spricht ebenso wie die Sonne von Harmonie. Man spricht hier auch von Glückseligkeit. Auch eine gewisse Familienkarte. Eine Klärung zur Königin der Münzen, bitte. Der Ritter der Münzen. Ihr habt hier ganz schön viel Erdenergie hier. Ritter der Münzen, das ist ja ähnlich wie die Königin und der König der Münzen, eine sehr bodenständige, sachliche, oftmals auch geduldige Person bzw. Energie, liebe Zwillinge. Bin mir nicht sicher, ob ihr das seid oder euer Gegenüber. Das werde ich gleich anhand der Konjunktionen noch herausfinden. Eine Erklärung zu den 7 der Kelche. Das sind die 4 der Stäbe. Sprechen von Sicherheit, Geborgenheit, dem Gefühl zu Hause zu sein, auch viel Vertrauen in dieser Karte zu sehen. Eine Erklärung zu den 7 der Schwerter. Die 9 der Münze. Das ist eine sehr gute Energie hier. Das ist, man nennt es die klassische Single-Karte. Man spricht auch von einem hohen Selbstwert, von dem Wissen, was man selbst wert ist auch. Erklärung zu den 6 der Münze. Die 9 der Schwerter. Die 9 der Schwerter, die negativen Gedanken, die sich hier auch wieder wiederholen bzw. nochmal verdeutlicht sind. Eine Erklärung noch zur Sonne, bitte. Die 6 der Schwerter. Das ist wiederum eine sehr schöne Energie. Hier ist man zielstrebig, ehrgeizig, ein bestimmtes Ziel verfolgend. Und ihr habt den Wagen als 3. Outcome-Karte. Spricht ebenso sehr ähnlich wie die 6 der Schwerter vom Fortschritt, vom Progress auch. Von seinem Ziel verfolgen und Bewegung in die Sache reinbringen. Hier ist man nicht nur am Manifestieren, am darüber nachdenken, sondern man arbeitet hier auch an dessen Realisierung dieser Ziele. Wagen, schnellste Karte im Tarot auf jeden Fall. Ihr könntet es hier mit einem Krebs zu tun haben, mit einem Widder oder Skorpion, liebe Zwillinge. Ich habe hier sehr, sehr stark ein Erdzeichen auch, vielleicht auch eines davon. Einen Löwen habe ich hier klassisch. Es kann sich generell um jede Person handeln, wenn eines der genannten Sternzeichen per se eure Person ist. Oder er sehr viel Energie davon in seinem Chart hat, liebe Zwillinge.
Die Anfangskarte, die höhere Macht, spricht auf jeden Fall vom Schicksal, spricht von schicksalshaften Ereignissen bzw. darauf hinführenden Umständen. Kann hier sehr, sehr gut sein, dass das alles ein größeres Ziel verfolgt und ja, aufbauend quasi zu einer Zielverfolgung bzw. auch zu einer Lernaufgabe vielleicht dazu beiträgt. Definitiv ist das hier etwas, was von oben geführt ist, sagt man sehr, sehr gerne. Die 10 der Stäbe macht hier eure erste Karte. Das ist hier Überlastung, Überarbeitung. Ich meine, es geht hier um eine Bürde, die auf eurer oder auf den Schultern eures Gegenüber lastet, liebe Zwillinge. Es gibt hier einige Ungereimtheiten. Es gibt hier auf jeden Fall viel Reue auch zu verspüren auf jemandes Seite. Das könntet ihr sein, das könnte aber auch eine ganz bestimmte Person sein, mit der ihr zu tun habt, liebe Zwillinge. Die Königin der Münzen ist darauf geklärt. Das ist eine Hofkarte im Erdzeichen. Wie schon gesagt, ihr könntet es mit einer Jungfrau, Stier oder Steinbock zu tun haben. Das kann sein, das muss nicht sein. Die Königin der Münzen, das ist eine sehr mütterliche Energie. Es ist eine warmherzige Energie. Das ist jemand, der jemanden Geborgenheit vermitteln kann, sehr sorgsam ist um eine bestimmte Person, aber auch um sich selbst. In negativen Konjunktionen, und ich sehe hier den König der Münzen neben den 9 der Schwertern, bei den 7 der Schwertern, bei den 7 der Kelchen, das kann eine negative Eigenschaft dieser Person sein. Und dann ist das Egoismus und Eigensinn. Das ist so einer, der vielleicht sogar selbstsüchtig ist, möglicherweise auch arrogant ist. In dem Fall, weil ich König und Königin der Münzen so sehe, dass es hier auf jeden Fall schon eine bestimmte Verbindung gibt zwischen euch und einem bestimmten Menschen, liebe Zwillinge. Es muss nicht auf eine Partnerschaft hinabzielen. Das kann auch eine Beziehung, eine Verbindung sein, die im alltäglichen Bereich so ihre Existenz findet. Das kann familiär sein, das kann auch auf der Arbeit eine Person sein, ein Freund kann das sein oder vielleicht sogar auch nur ein Bekannter. Ich sehe hier wenig, was auf eine gemeinsame partnerschaftliche Beziehung bzw. dessen Intention zielführend ist. Es kann natürlich trotzdem der Fall sein, liebe Zwillinge. Der Ritter der Münzen ist draufgeklärt auf die Königin der Münzen. Der Ritter der Münzen hier unten schaut nach links, sprich in die Vergangenheit. Das ist jemand, der eine Bürde, also diese Person hier ist jemand, der eine Bürde, eine Last aus der Vergangenheit mit sich in die jetzige Situation bzw. in die Gegenwart mitschleppt. Das ist so jemand, der sich bisher noch nicht öffnen konnte bzw. stillschweigend etwas erduldet. Könntet, wie gesagt, ihr sein, liebe Zwillinge, könnte auch euer Gegenüber hier sein. Das ist aber so jemand, der kleine Schritte macht, einen Fuß vor dem anderen setzt und nichts übereilt. Je nach Situation, liebe Zwillinge, ist das aber auch eine sehr gute Vorgehensweise, denn Überlastung kann man nicht einfach so abschütteln. Das ist etwas, was Stück für Stück abgearbeitet bzw. abgetragen werden muss. Man kann nicht seine komplette Last hinschmeißen, denn irgendwann wird man wieder mit dieser Last konfrontiert, wenn man sich diese Last, diese Bürde, diese Schwere nicht bewusst und genügend ansieht, um sie eben verarbeiten zu können, liebe Zwillinge. Der König der Münzen, sehr ähnliche Karte wie die Königin der Münzen. Es hat, oder er hat die relativ gleichen Eigenschaften. Der König der Münzen ist im Prinzip eine Entwicklungsstufe der Königin der Münzen. Es kann auch sehr, sehr gut sein, dass einmal ihr und einmal euer Gegenüber hier gezeigt sind in dieser Legung. Demnach gehe ich davon aus, dass es sich für diejenigen, für die es sich hier doch eher partnerschaftlich resonierend anfühlt, liebe Zwillinge, dass zwischen euch beiden schon einmal eine wahrscheinlich sogar Partnerschaft existent war, liebe Zwillinge. Es kann sein, dass diese Partnerschaft in der Vergangenheit ihr Ende gefunden hat. Es kann aber auch sein, dass es noch eine partnerschaftliche Beziehung ist, die Bestand hat, die jetzt aber immer mehr und mehr zu einer Bürde, zu einer Last wird. Kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, weil hier die 10 der Stäbe hier und hier auf jeden Fall angrenzen und damit etwas zu tun haben. Einmal könntet ihr hier repräsentiert sein und einmal euer Gegenüber. Das kann sehr, sehr gut sein. Ich sehe es auch so, für viele von euch resonieren beziehungstechnisch. Wie gesagt, ich spreche nicht immer von einer Partnerschaft, ich spreche von einer Beziehung. Der Umgang zwischen euch und einem bestimmten Menschen, liebe Zwillinge, wird mehr und mehr schwer. Schwer in dem Fall, dass man sich hier vielleicht nicht traut, offen und ehrlich mit dem anderen zu reden. Das kann natürlich vieles betreffen. Das kann auch Gefühle betreffen, wie sie hier mit den 7 der Kelchen auf den König der Münzen geklärt sind.
Das kann sehr, sehr gut so sein. Oftmals geht es hier aber auch um Gedanken. Und in dieser Kombination sehe ich hier definitiv Annahmen. Die 7 der Münzen auf den König der Münzen. Die 7 der Kelche auf den König der Münzen geklärt. So rum, da sucht man hier auf jeden Fall nach Wegen, Mitteln und Möglichkeiten, sich dem anderen gegenüber zu öffnen, beziehungsweise seine Gefühle und Gedanken, weil diese Karte ist für mich so halb-halb, ich habe hier auch zwei Schwerter in Konjunktion, mitzuteilen. Dieses Mitteilen von Gefühlen und Gedanken mag für einige, für die sich hier mitteilen möchten, ein sehr, sehr großer Schritt sein, der viel Überwindung kostet. Kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, denn nicht umsonst hat man in der Vergangenheit hier, und so sehe ich das für die meisten von euch resonierend, liebe Zwillinge, darüber Stillschweigen bewahrt. Die 4 der Stäbe auf die 7 der Kelche geklärt, das soll Vertrauen wieder schüren. Das soll eine gewisse Bindung, eine gewisse Festigkeit hervorrufen, da man sich hier wirklich im Begriff ist, jemanden anzuvertrauen, beziehungsweise diese Last versucht, Stück für Stück abzulegen. Und das geht idealerweise entweder mit Selbstarbeit oder mit Nachrichten und Kommunikation, dass man hier miteinander redet. Liebe Zwillinge, ich sehe hier eher weniger Gerede und weniger Kommunikation. Ich sehe hier sehr, sehr stark eine Selbstarbeit. Eine Selbstarbeit auf eurer Seite oder auf der Seite eures Gegenübers. Definitiv bei demjenigen, der hier über diese Last, die man aus der Vergangenheit mit sich trägt, hier so langsam droht zusammenzubrechen. Das ist so jemand, dessen Last, diese Schwere nicht nur physisch, sondern jetzt langsam, aber auch psychisch zusetzt, liebe Zwillinge. Die 9 der Schwerter sprechen nämlich davon. Sie sprechen von Zweifeln, von Ängsten, von Reue auch sehr, sehr viel, schlaflose Nächte und Albträume generell. Ich meine, es geht hier, weil die danebenliegende Karte die 3 der Münzen ist, sehr, sehr viel um Zukunftsängste. Man ist hier dem gegenüber, wie es weitergehen soll, sehr, sehr ängstlich teilweise, beziehungsweise sehr zweifelhaft eingestellt. Die 7 der Schwerter ist die zentrale Karte. Die 7 der Schwerter auf die 9 der Schwerter geklärt. Für viele handelt es sich hier um einen Menschen, und das könnte, wie gesagt, eure Energie sein oder die des Gegenübers. Kann hier sehr, sehr gut sein. Das werdet ihr sicherlich besser wissen. Im allgemeinen Reading sind auch oftmals die Rollen vertauscht, liebe Zwillinge. Aber hier ist hier jemand extrem enttäuscht worden von seinem Gegenüber. Man spricht in dieser Kombination von extremer und wirklich extremer Enttäuschung. Das hier ist nämlich eine sehr, sehr unaufrichtige Energie hier. Das geht um Lug und Betrug. Es geht hier teilweise um Diebstahl. Es kann sich hier auch um Ghosting handeln. Das ist so jemand, der jemanden von einem auf den anderen Tag verlässt, ihn zurücklässt, sich nicht mehr meldet. Das ist Ghosting hier. Kann hier sich sehr, sehr gut auch um Unaufrichtigkeit handeln, liebe Zwillinge. Kann sich hier auch um Manipulationen handeln. Ja, für wenige, ich sehe es für wenige von euch, aber ihr könntet hier mit jemandem zu tun haben, der ein absoluter Egoist und ein Ich-Mensch, sagt man auch zudem. Es kann sich hier sehr, sehr gut, es sieht man in dieser Konstellation hier, um jemanden handeln, der nur auf sein eigenes Wohl schaut und dadurch, dass man hier auf sein eigenes Wohl schaut und das auch durchsetzen möchte, dieser extreme Egoismus, kann es sich hier um jemanden handeln, dessen jedes Mittel recht ist, um das zu bekommen, was er selbst will, beziehungsweise um das zu erreichen, was einem selbst gut tut. Ich bezogen arrogant, ja? Nicht irgendwie eigensinnig, aber hier ist jemand, der sich selbst vor allen anderen stellt. Das ist hier so eine Person, mit der einige von euch hier zu tun haben könnten, liebe Zwillinge. 9 der Münzen auf die 7 der Schwerter spricht vom Selbstwert, von der Selbstachtung auch. In negativen Konjunktionen kann man hier, wie schon gerade gesagt, von Arroganz sprechen. Eine negative Konjunktion habe ich hier definitiv gegeben. 9 der Schwerter, 7 der Kelche, 7 der Schwerter, das sind negative Karten, so interpretiere ich sie auf jeden Fall. Und hier ist dann eine Person dargestellt, die sich wirklich vor allem anderen stellt. Und ihm ist jedes Mittel recht. Jemand, der über Leichen geht. Ja? Nur damit es ihm selbst gut geht. Das ist so eine Situation hier eingestellt. Und im Prinzip ist das auch die Einstellung eures Gegenübers. Möglicherweise auch eure, liebe Zwillinge. Dann hat das hier aber eher was mit Selbstwert zu tun. Und bis dieser erreicht wurde hier, dieses Maß an Selbstwert, habt ihr sehr, sehr viel Selbstarbeit hinter euch, liebe Zwillinge. So kann man das hier auch sehen. Die 3 der Münzen sprechen von Zukunftsplänen, sprechen von einer zukünftigen Ausrichtung. Hier ist dargestellt, wie es weitergehen soll. Darüber macht ihr oder euer Gegenüber euch potenziell Gedanken. Man sieht es hier auch in dieser Spiegelung.
Man ist der Zukunft nicht gegenüber sehr rosig eingestellt, auch nicht sehr zuversichtlich eingestellt. Man ist hier eher hoffnungslos. Ja? Also hoffnungslos wirklich im Sinne von kurz vorm Aufgeben. Ja? So ist man hier in dieser Situation eingestellt, liebe Zwillinge. Mit den 6 der Münzen auf die 3 der Münzen geklärt, meine ich aber, dass hier eine gewisse Stabilität wieder reinkommt. Ein gewisses Geben und Nehmen, eine Gleichheit spricht man auch. Hier spricht man vom Ausgleich. Beziehungsweise gibt es hier jemanden, der euch bei eurer Zukunftsplanung unterstützt und vor allem aber auch für euch da ist, wenn es euch mal wirklich so geht hier wie auf diesen oder auf diesen 9 der Schwertern hier, liebe Zwillinge. Wenn ihr Hoffnung verliert beispielsweise, wenn ihr eine komplette Situation aussichtslos seht oder dieser so gegenübersteht, liebe Zwillinge. Ich meine, ihr habt hier helfende Hände, die euch aus dieser Position, auf dieser Hoffnungslosigkeit, aus diesem starken Pessimismus, kann man hier auch sehen und hier auch, wieder rausholt, beziehungsweise es versucht und es teilweise oder oftmals sogar ein Stück weit auch gelingt. Das Ass der Münzen, also hier nochmal die 9 der Schwerter auf diese 6 der Münzen geklärt, hat im Prinzip denselben Grund nur. Hier handelt es sich um die gleiche Energie wie hier oben und hier auf die 6 der Münzen geklärt kommt hier ein gewisser Ausgleich rein. Hier gibt es eine Person, die nicht nur nimmt, sondern auch eben gibt. Das ist jemand, der zuhört, jemand, der aufmerksam ist, jemand, der auf Gleichheit aus ist. Das ist so jemand, der euch zur Seite steht, beziehungsweise dem ihr auch zur Seite gestanden seid bisher, liebe Zwillinge. Kann sich hier um einen guten Freund, eine gute Freundin handeln oder jemanden, zu dem ihr Vertrauen habt, der euch aber auch genauso vertraut. Das ist hier so ein Fels in der Brandung. Man sieht es hier unten, die Stabilität, das Vertrauen spiegelt hier auf die 9 der Schwerter. Das ist so jemand, den ihr auch in den dunkelsten Stunden euch anvertrauen könnt, liebe Zwillinge. Das Ass der Münzen bietet Möglichkeiten, Wege auch zum Neuanfang möglicherweise. Es geht hier darum, dieses Ass der Münzen entweder so anzusehen oder so anzusehen. Die eine Seite kann sich hier sehr, sehr gut so herauskristallisieren, dass ihr hier in eine bestimmte Situation, und das kann sich jetzt hier auf ein Pärchen beziehen, wenn es hier für euch so resoniert, liebe Zwillinge, dass ihr hier in einer Verbindung seid, partnerschaftlich ausgerichtet, dass ihr hier versucht, Wege, Mittel und Möglichkeiten zu finden, nicht immer wieder in diese negativen Gedanken hier, vor allem was die Zukunft betrifft, abzudriften und abzusacken, liebe Zwillinge, sondern dass ihr hier euch auf das Positive besinnt und das versucht auch zu intensivieren. Es gibt natürlich in jeder Verbindung und in jeder, ob das jetzt eine Partnerschaft ist, eine Freundschaft ist, ein Familienverhältnis ist, das ist egal. Es gibt bei jeder Verbindung positive und negative Aspekte. Und hier, wenn ihr euch hier drin in dieser Energie hier, Zukunftsängste, Hoffnungslosigkeit auch teilweise, betreffend einen gewissen Menschen wiederfinden könnt, liebe Zwillinge, beschränkt ihr euch hier, beziehungsweise intensiviert ihr hier diese positiven Möglichkeiten, hier die Sonne auf das Ass der Münzen geklärt. Es gibt hier positive Aspekte, die es gilt hervorzuheben, in den Vordergrund zu stellen, beziehungsweise auch diese höher zu gewichten. Das heißt nicht, dass man negative Aspekte innerhalb einer Beziehung unter den Teppich kehren soll, ne? Aber die positiven Aspekte gilt es hier auf jeden Fall ins Hauptaugenmerk zu nehmen. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig, um eben Lebensfreude bzw. einen Optimismus aufrechtzuerhalten. Also man kann hier auch Hoffnung schüren sagen. Okay? Und hier gibt es potenziell eine gewisse Person, liebe Zwillinge, die diese Hoffnung in euch schüren kann bzw. euch auch zur Selbstarbeit animiert. Ja? Es muss hier keine Person per se sein. Ich sehe jetzt hier wieder die Hauptenergie, diese höhere Macht. Es kann eine innere Stimme, so blöd wie es klingt, liebe Zwillinge, das kann das nämlich auch sein. Das ist so jemand oder so etwas. Ja? Und das mag je nach Glaubensrichtung und Ansicht und Weltanschauung verschieden sein, liebe Zwillinge, aber es gibt diese kleine Stimme in eurem Kopf, die euch sagt, mach weiter, gib nicht auf. Es ist so ein Gefühl, welches von Zeit zu Zeit in euch hochsteigen kann, vor allem wenn man sich in so einer Situation hier befindet, hoffnungslos und der Zukunft sehr, sehr zwieträchtig gegenüber eingestellt,
Gibt es einige von uns, die auf, also einige von uns Menschen gesprochen, von euch per se jetzt, liebe Zwillinge, die auf ihre innere Stimme hören sollen? Hat viel mit Intuition zu tun, hat auch viel mit einem Bauchgefühl zu tun, beziehungsweise ist es diese kleine Stimme in unserem Kopf, die uns motiviert und weitermachen lässt, weil wir uns an etwas festhalten, an etwas klammern. Und bildlich und metaphorisch gesprochen ist das hier das, an was ihr euch klammert. Das sind Chancen, Wege und Möglichkeiten, die eine Zukunft ebnen können. Hier sieht man das sehr, sehr gut in dieser Konstellation. Die Sechs der Schwerter auf die Sonne geklärt, handelt von Zielstrebigkeit und Ehrgeiz. Hier hat man diesen nötigen Ehrgeiz, beziehungsweise hier ist man Konjunktion 9 der Schwerter, 6 der Münzen, also negative Gedanken bzw. Ängste der Zukunft gegenüber und Zweifel, Hoffnungslosigkeit, durch ein Geben und Nehmen, durch einen Ausgleich, einen inneren Ausgleich kann man hier auch sagen. Und der kann, wie gesagt, sich in eurem Unterbewusstsein manifestieren und von Zeit zu Zeit zum ins Tageslicht kommen, hier jetzt weiterhin bildlich gesprochen. Es kann sich hier aber auch um eine euch positiv zugewandte Person handeln, die euch immer mal wieder diesen Hoffnungsschub gewährt. Ja? Und die weitere Konjunktion ist die Sechs der Schwerter und hier geht es darum, weiterzumachen, zielstrebig zu sein, in der Hoffnung zu bleiben, in der Zuversicht zu bleiben. Und diese Sparte hier, das kann man mit einem Wort als Motivation bezeichnen. Okay? Liebe Zwillinge, ich sehe euch hier viele Lasten stemmen. Ich sehe euch hier vieles auf dem Herzen haben, was teilweise unbedingt raus möchte. Dennoch sehe ich einige von euch nicht die Möglichkeiten haben, dies rauszulassen. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass ihr versucht, Konflikte, Streitereien bzw. Herzensangelegenheiten in euch reinzufressen. Und das passiert genau so lange, bis man hier angelangt. Okay? Es bieten sich hier Wege, Mittel und Möglichkeiten weiterzumachen, in eine positive Zukunft mit einer positiven Ausrichtung und Lebenseinstellung hinzuzugehen und darauf zuzusteuern. Die Outcome-Karten der Turm sprechen von positiven oder negativen schicksalshaften Ereignissen. Definitiv sind das hier Situationen und Umstände, mit denen man nicht rechnet. Auch damit kann ich die höhere Macht, die Hauptenergie, verbinden, liebe Zwillinge, ich weiß bloß jetzt noch nicht, um was für einen Turm es sich hier handelt. Wenn man sich die anderen Karten anschaut, hier die 10 der Kelche, sehe ich hier den Turm eher positiv als negativ, denn die 10 der Kelche handeln von Harmonie, von Frieden und von Glückseligkeit. So wie der Wagen hier von einem Fortschritt und einem Progress redet. Der Turm hier scheint mir, so wenn ich jetzt mir nur die Outcome-Karten anschaue, nicht negativ zu sein. Hier zahlt sich im Prinzip Hoffnung und Zuversicht aus, spätestens hier bei diesem Ereignis. Liebe Zwillinge, wenn ihr euch in so einer Situation hier befindet, wenn ihr hiermit resoniert und ihr das gerne in Anspruch nehmen möchtet, tut dies gerne. Unten in der Infobox, wie gesagt, der erste Link. Ich wünsche euch so oder so sehr, sehr viel Kraft. Ihr werdet auch Geduld brauchen, die wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall dieses Dranbleiben, weil das Streben nach Erfolg ist hier sehr, sehr stark in dieser Legung zu sehen. Und dabei wünsche ich euch auf jeden Fall, dass sich dieser Erfolg Stück für Stück für euch auszahlen wird und euch auch sich erkenntlich zeigen wird, liebe Zwillinge, damit man dranbleiben kann. Das wünsche ich euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zwillinge. Lasst mir gerne wieder Likes, Spenden, Feedback, Views, Kommentare, was ihr möchtet da. Herzlichen Dank dafür. Ich sehe das natürlich nach wie vor sehr, sehr gerne. Wünsche euch einen tollen November und liebe Zwillinge, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, macht es gut.